Einen prächtigen, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Völkchen von Let's Play WWE 2K22. Wir sind wieder da und wir sind ja jetzt vermählert mit Fight Bobby, also mit Bobby Lashley und mit Dana Brooke. Wir führen so eine Dreiecksbeziehung und nennen uns das Power Trio. Haha, so sind wir nämlich. Und wir haben jetzt irgendein Match und ich habe absolut keine Ahnung, was für ein Match es ist, deswegen nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken rein da. Wie gesagt, ich weiß nicht, was da jetzt kommt. Es werden einige Tag-Team-Matches auf uns zukommen und das finde ich total... Ja, total super. Also, hey. Freue ich mich mega drauf. Also, das wird fantastisch. Das wird maximal fantastisch, da bin ich absolut von überzeugt. Naja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was jetzt für ein Match kommt. Wir sind auf jeden Fall bei SmackDown und... Wir kommen zu dritt rein. Also, es gibt ein Match. Gegen wen kämpfen wir? Wir kämpfen gegen... WWE Universe! Oh. Don't you dare be sour! Clap for your longest reigning tag champs and feel the power! Ah, okay. Wir kämpfen gegen New Day. Mal kurz in den Entrance reingucken. Oh, das ist ja schon cool gemacht, ne? Der hat einfach Booty-O's dabei. Trötet der auch auf seinem Ding da hinten? Mal kurz reinhören gleich. Hä, wieso schmeißt er das in den Ring? Und wieso liegt es nicht im Ring? Mal hören, ob der trötet. Ja. Er trötet und ich finde es fantastisch. Cool. Nice. Geile Entrance, haben sie schön umgesetzt, nur das mit der Booty-O-Packung habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber okay. Also gegen Kofi Kingston und Xavier Woods. Wir sollen gewinnen. Guck, das kriegen wir hin. Bam. Wir kommen gegen Kofi Kingston, gehen wir direkt. Zack, was ist schon so ein ehemaliger WWE-Champion für uns, hä? Also bitte. Aber coole Kameraperspektive irgendwie. Gucken. Nee. Coole Kameraperspektive. Die ist irgendwie so von schräg oben. Sieht ein bisschen anders aus als sonst. Sehr interessant auf jeden Fall. Hör auf damit. Hier wird nicht klar. Ich hab dich geschlagen. Geil. Batz. Sehr schön. Mal den hier nochmal ausprobieren. Ah ja, der war das da. Okay. Sehr gut. Was? Sehr schön. Sehr gut. Okay, wir können, wenn wir ihn nicht taggen lassen, dann könnte das sogar ein ganz gute Geschichte werden. Was ist das hier? Attitude Adjustment? Ah, okay. Entfressen? Oh, oh, scheiße. Hör auf. Wir gehen mal taggen. Holen wir mal Bobby rein. Zack. Sehr schön. Zack. Gib ihm. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Pure Dominance hier von uns. Bobby Lashley spielt sich aber auch gut, muss man einfach sagen. Also ist jetzt kürzlich auch beim Money in the Bank wieder am Samstag wieder United States Champion geworden. Also dementsprechend auch ziemlich nice. Boah, Alter. Nee, du willst taggen gehen, ich weiß. Oh nein. Nein.
Hä, der ist doch benommen. Kann sagen, wie kann er denn... Nein! Jetzt werden wir aber ein bisschen aufmüpfig hier, oder? Jetzt haben wir mal Schluss. Was? Können wir gucken, können wir schon einen Finisher durchziehen? Also erstmal ein Signature Move natürlich. Sehr geil. Lass uns mal schneller gehen. Oh, der blutet, hä? Was? Das kann doch nicht angehen. Immer noch lächerlich, dass der nicht raus muss, ne? Immer noch irgendwie lächerlich. Okay, wir probieren es nochmal. Ah, fuck. Ich glaube, jetzt hat er sogar gleich einen Finisher. Können wir mal, Kofi kommt jetzt wieder. Das kann nicht angehen. Mann, wieder draußen. Arsch. Nein! Boah, kann man schwer kontern, die Attacken von ihm jetzt aber. Sehr geil. Yo, sauber. Schöner Move. Sehr nicer Move, der hat gesessen. Weißt du nicht, wie er heißt, aber er hat mir gefallen. Okay, cool. Winner, winner, chicken dinner. Wupp, wupp. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war Fantastisch. Angenehmes Tag Team Match. Und weil einige sich auch beschwert haben, ja, das ist doch viel zu einfach. Ich kann leider nicht mehr einstellen. Also das Ding, das steht auf dem, ne, ich glaube, ich kann legendär noch machen, ne? Mal gleich gucken. Okay, was schreiben die da gerade? Was mal? Erklärst du das mal bitte, Dana Brooke? Okay, okay. Was passiert da gerade? Warte. Ah, jetzt können wir mal lesen. Okay, was denn hier passiert? Das war ein unglaublicher Sieg über New Day. Wir sind nicht zu stoppen. Power Trio. Dann wir agreeen zu 100%. Und dann hat Dana Brooke geschrieben, hey, wir müssen reden. Ich weiß, dass ich gesagt habe, unsere Beziehung wäre rein geschäftlich, aber du hast mir in so kurzer Zeit so viel beigebracht, dass ich Gefühle für dich entwickelt habe. Ich dachte, meine Beziehung zu Bobby wäre stark wie ein Felsen, aber ich will die Sache mit ihm und diesem Power-Trio beenden. Wir sollten uns eine Chance geben. Oh. Was zum Geier? Was soll das, eine DM sein, haben wir dann geschrieben? Was zum Geier? Erklärst du das mal bitte? Ich werde jetzt nicht behaupten, dass ich gehackt wurde oder so. Tut mir leid, Bobby, das Ganze war deine Idee und jetzt geht sie nach hinten los, nicht meine Schuld. Oh, oh. Ich würde diesen Augenblick gerne nutzen, um verkünden, dass ich eine Pause vom Power-Trio mache und auf Einzelmatches konzentriere. Oh, oh. Ich hoffe, du gibst uns trotzdem eine Chance. Das ist deine Schuld. Bevor du daher kamst, war alles gut. Das haben wir überredet. Das wirst du bezahlen. Oh, oh. Ja, Bobby, was willst du denn? Bobby Schmobby, Alter, dem geben wir. So nicht, Kollege. So nicht, Kollege. Ja, geh mal rein. Ich meine, Dana Brooke ist schon ein Zuckerschnütchen, ne? Kann man schon mal eine Chance geben, vielleicht. Ich finde es aber trotzdem immer noch irgendwie ein bisschen schwierig, dass wir hier immer noch bei SmackDown kämpfen. Ganz selten mal ein Pay-Per-View, das finde ich echt irgendwie so ein bisschen low, muss ich sagen. Kämpfen wir jetzt gegen Bobby Lashley? Okay. Okay, wir kämpfen gegen Gran Metalik. Eigentlich ein ganz cooler Dude. Fand ich bei der Cruiserweight-Sendung damals immer ganz cool, den es diesmal gab. Mal gucken. Au. Okay, wir haben keine Aufgabe. Wir sollen das Match nicht gewinnen. Wahrscheinlich wird Bobby Lashley gleich irgendwann eingreifen. Man kennt es ja. Also würde ich jetzt aber mal von ausgehen, dass der uns hier gleich irgendwie...
zuvorkommen wird. Hey. Oha. Okay, wird das in die Ecke. Ein schöner Konter hier. Wippen wir ihn mal in die Ecke. Gut, wir wippen ihn nicht in die Ecke, wir schmeißen ihn nach draußen und er kontert schon wieder. Bam, und er kriegt da einen. Schön. Okay. Dann können wir hier so einen schönen... Klatschen muss es. Können wir ihn gegen die Bande wippen? Ja, ne? Aber können wir noch an die Ringtreppe wippen? Ja, genau so. Oh, wir gehen mal zurück. Nein, aber der ist aber ganz schön dick im Kontern hier, wa? Auf der Scheiße. Ja, Powerbomb! Bam! Ah, das war klar. Ah, schade, dass wir keine Mucke haben. Das wird natürlich noch besser wirken. Wird von hinten kommen, wa? Schönes Bier. Kabuki und so. Ah ja, kommt von hinten. Oh, oh. Nein! Au. Shiri, wie wär's mit DQ? Okay, Kramata League hat aber keinen Bock, irgendwie zu ne? Also irgendwie hat er keine Lust zu covern. Ach, wie wär's mit einer Disqualifikation? Für die Story wäre es cool, wenn wir verlieren, aber... Sorry, sehe ich halt leider nicht. Oh Mann! Wir sind wie John Cena, Mann! Bam, bam, bam! Okay, ich weiß nicht, warum ich keinen Finisher machen kann. Au! Ich wusste jetzt nicht, warum wir gerade keinen Finisher machen konnten. Keine Ahnung. Probieren wir nochmal. Und halt ein Spear vielleicht? Oh, nein! Der hat gekontert, die Sau. Oh, das gibt's doch gar nicht. Der kann doch nicht... Alles am Kontern, der Bruder, ne? Was kommt denn jetzt? Leben wir noch? Bin mir unsicher. Oh, der hat aber ganz schön Kraftanstrengung und so. Okay, wir sind nicht mehr benommen. Nice. Wir können noch rauskommen. Komm! Okay, es war kein Finisher. Interessant. Komm echt gerade ein bisschen vor wie John Cena. Auf der Scheiße jetzt. Er hat immer noch seinen scheiß Finisher. Das gibt's gar nicht. Wir, ich glaube, wir haben einen Comeback-Move. Ja, Mann. Bam. Signature-Move haben wir, glaube ich, ne? Sehr gut. Können wir gleich nochmal hinterher springen? Springt man hier echt nochmal hinterher? So? Hm, keine Ahnung. Ziehen gleich ein Spear durch. Wir drehen uns um und ziehen ein Spear durch. Bam! Schön. Mega. Oh, ich liebe den Spear einfach, ne? Ich liebe den Spear einfach. Cena! Wir sind halt echt so Roman Reigns, John Cena, weißt du, es dauernd Kickout, 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 alles gekontert. Kommt schon ein bisschen vor, als wenn wir ein bisschen over wären, aber naja, wir haben auch 96 gesamt, ne?
Tut mir leid, dass Bobby sich in ein Match eingemischt hat. Mit deiner Ecke wäre es nicht passiert. Was das betrifft, tut mir leid, so öffentlich zu machen. Aber ich will die ganze Sache hinter mir lassen und das bedeutet, dass ich Bobby in einem Match schlagen muss. Dann ist das eben so. Ist das dein Ernst, Luther? Ist das also offiziell vorbei mit uns? Wir haben noch nicht mal angefangen. Okay. Herausforderung angenommen, Luther. Ich weiß, dass wir uns zerstritten haben, aber ich werde immer zu Dana Brooke stehen. Du hast dir Herz gebrochen und ich breche dir die Knochen. Alter, was ist das denn für Berlin Tag und Nacht? Oh mein Gott. Ja, okay, komm, geh mal rein. Was ist das denn für... Hä? Du hast meiner Puppe das Herz gebrochen. Digga. Ich geb dir jetzt. Schwör, Alter. Ich bumst dich aus dem Leben. Ganz mysteriöse Geschichte. Okay, aber wenn es so sein muss, bitte sehr. Kommt ihr jetzt mit Bobby Lashley raus, frage ich mich. Oh, this man here is simply looking to cause some hurt. We are about to conduct a little business with the Almighty. Nö. And his opponent representing them. Wird aber auf jeden Fall nicht leicht gegen den. Aber das war schon mal ein schlechter Move von uns gerade hier. Aber wir können ihn schlagen. It's clear that this relationship is broken beyond repair. And with this much strength in the ring tonight. Ja, wir können ihn schlagen auf jeden Fall, auch wenn es nicht einfach wird. Ich bin mal gespannt, ob Dana Brooke eingreift. Jau, schönes Ding. Ne, machen wir nicht. Sonst kriegt er hier ordentlich Punkte gleich, da will ich ja nicht. Ja, war klar. Dana Brooke ist hier, aber welche Seite ist sie auf? Considering one of these superstars pretty much just dumped her on social media, I think it's safe to say she's siding with Lashley. Natürlich. Shoulders down, roll up. Bitte. Kick out before a two. We'll need to get a little more to put this one away. Good night. Good grief. Oh, schön Comeback Move hier, oder? Oh, Mann. Building momentum. Zack. Trying to change Zack. The tides of the match. No try. The superstar has changed the tides of the match. Lashley's losing any kind of advantage here. Na, come on. Lashley always has the power to fight back. Nein! Auf wieder Scheiße. That didn't go. Schön, die DDT. So, gucken, dass wir unseren scheiß Signature Move jetzt hier mal durchkriegen. Nein! Das jetzt für eine Nummer. Oh, check out this power. This is ridiculous. Boah, was, wie viel Schaden wir auf einmal kriegen. He saw it coming. Placed into the corner. Nein! Auf! Merciless knee to the face. Double axe handle. Hat ein bisschen assi jetzt gewesen, ne? Nein! Oh, der ist ja nur im Kontakt. Und wieso hat er schon einen Signature Move? Nein! Oh nein. Au. Rollbreak? Und so? These men knew this match was going to be hard fought. Okay, pass auf, da will sein Finisher machen, glaube ich. Ja. Ach nee, war nicht sein Finisher. Hä? What? Sehr gut. Komm mal. Hä? Hebe ihn doch mal auf. Okay, will ihn nicht aufheben. Ich verstehe. So, wir haben gleich einen Signature-Move. Warte, einmal schlagen. Und jetzt können wir wieder den hier machen. Scheiße. Aber wir springen mal hinterher. Ist egal. Können wir auch hier noch was machen? Jau! Scheiße! Das ist gemein. Oh, er hat auch noch einen Finisher. Ich stehe wieder. Boom! Können wir mal ein Spear durchkriegen? Ja, stellen uns mal hier so hin wieder. Daneben gesprungen. Pisse. Lass mich. Sehr gut.
Bam! Schönes Ding. Finish. Sauber. Schönes Ding. Ja, ich glaube, damit müssten wir die Story sogar auch abgeschlossen haben, glaube ich. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass wir damit mit der Story durch sind. Und dann könnten wir schon fast überlegen, ob wir vielleicht zu Raw gehen. Ich muss sagen, ich finde den Myros-Modus an sich schon ganz nice, um so ein bisschen rumzueilen, um so ein bisschen rumzuzocken. Aber ich weiß nicht, also der ist sehr repetitiv irgendwie. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir von Anfang an halt einfach super overrated waren. Die Story ist übrigens durch. Dass wir von Anfang an irgendwie total overrated waren. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber irgendwie, die Herausforderung fehlt so ein bisschen. Und dann ist es halt einfach Match after Match after Match after Match. Nicht mal irgendwie so eine Backstory oder so, so mit ein paar Zwischensequenzen. Boah, ich weiß nicht, ey, keine Ahnung. Also es ist schon ganz cool, aber ich finde, das wird mit der Zeit, ist das irgendwie alles so gleich. Wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, keine Ahnung. Weißt du, ich habe heute eine Nachricht bekommen. Mandy Rose hat mir ein Tauschgeschäft vorgeschlagen. Dich gegen die zukünftige Erwägung. Klingt ganz schön zwielichtig, oder? Was meinst du dazu? Hast du Interesse daran, die Brand zu wechseln? Erzähl mir mehr. Klingt spannend. Gibt es etwas, was ich wissen müsste? Mal gucken, was das Schönes schreibt, der Boy. Das ist zweifelsohne eine wichtige Entscheidung. Die einzige WWE-Regel bei Tauschgeschäften ist, dass du alle bestehenden Championships aufgeben musst. Abgesehen davon ist es ein ziemlich reibungsloser Prozess. Na komm, wir gehen. Ich glaube, ich bin bereit für etwas frischen Wind. Ziehen wir das Tauschgeschäft durch. Gehen wir zu Raw, komm. Wenn wir es die ganze Zeit schon so angeboten kriegen, gehen wir rein. In Ordnung, dann gebe ich Mandy Rose Bescheid, aber bis die Tinte auf Papierkram getrocknet ist, habe ich noch ein Abschiedsgeschenk für dich. Ein letztes Match bei SmackDown, du gegen Edge in einem Extreme Rules Match. Da du eher Pause ist mir egal, ob du verletzt wirst. Oh, das ist aber nett. Danke. Zukünftige irgendwie... Okay, das ist eine Story. Das ist eine Story, interessant. Gucken wir uns an. Machen wir aber nicht mehr heute, sondern erst in der nächsten Folge von Let's Play WWE 2K22. Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.